Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Unser erster Meta-Talk ist da. Wir gehen wieder alle Klassen durch, schauen uns zu jeder Klasse 1, 2, 3 Decks an, die man gerade so spielen kann. Ich quatsch ein bisschen was dazu. Wir machen es uns ganz gemütlich. Holt euch ein Tässchen Kaffee, Kakao, ein Köhlerchen, was auch immer. Und bis gleich. Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Ja, zum gemütlichen Sonntag. Die Meta, wir schauen uns das erste Mal richtig an. Wie immer, die Reihenfolge bestimmt heißt Replay, Standard. Das ist, wie ich schon immer gesagt, wer das hier kennt, also das hier bedeutet nicht viel. Das ist, glaube ich, Bronze bis Gold. Also Legend ist da ganz raus. Oder es sind alles, kann auch sein, dass es alles ist. Aber wir nehmen halt die Reihenfolge. Also wir fangen mit dem Priester an, theoretisch der schlechtesten Klasse. Wir gehen zum Paladin, theoretisch der besten Klasse. Wie gesagt, wie der Paladin da ganz oben stehen kann und der Magier oder der Todesritter hier unten. Aber man muss sowieso fair sein. Ich meine, ihr seht es ja, Paladin ist oben mit 52,8. Da hatten wir auch schon mal 55, 56, 57. Und nehmen wir jetzt mal den Priester raus, ist die niedrigste Klasse 47,5. Also gerade mal so 5% Unterschied. Also wir haben tatsächlich eine sehr, sehr gebalancete Meta, selbst nach diesem HS-Replay-Board hier. Wie gesagt, nur der Priester mit seinen 43,9, der sticht ein bisschen raus. Aber bis auf das ist es so gebalanced, wie man das hier lange nicht gesehen hat. Das muss man einfach sagen. Wie gesagt, das hier ist nur die Reihenfolge, den Rest können wir ignorieren. Dann muss man schon tiefer in die Materie reingehen, damit man das große Ganze versteht, warum das so ist, wie es da ist. Ja, fangen wir mit dem Priester an. Der Priester ist tatsächlich nicht unbedingt so geil. Man kann erfolgreich mit ihm spielen, das ist also nicht unmöglich, aber es ist halt auch nicht so simpel. Wir haben im Endeffekt die gleichen Decks wie vorher. Also beim Priester hat sich auch nicht viel getan. Der Priester kann ja theoretisch, glaube ich, Hunter-Karten spielen, genau. Das klappt noch nicht so richtig. Also natürlich spielt man sie teilweise. Wir sehen ja hier Sesquark. Also meistens hat man ein, zwei, drei Hunter-Karten drin. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich sein Deck, die Hälfte seines Decks mit Hunter-Karten vollballert. Das will nicht so richtig funktionieren. Von dem her haben wir einen Sarimi-Priest mit halt einigen neuen Karten. Also schon, jetzt wirklich nicht, dass jetzt nur zwei neue Karten. Also wir haben Sesquark drin. Wir haben die Angel drin. Die Angel ist halt ziemlich nice, um One-Drops zu polen. Wir haben Vol'jin logischerweise drin, weil man den ja spielen muss für Hunter-Karten. Also hier sind schon 4, 5, 6 neue Karten drin. Dann Rhino Priest, auch hier Sesquark, Rest in Peace. Rest in Peace ist eine ganz gute Kontrollkarte. Vol'jin natürlich und so weiter und so fort. Und hier haben wir den Overheal Priest. Im Overheal Priest ist, glaube ich, wirklich fast nichts Neues drin. Gift, Grifter sehe ich hier. Ja, und ich glaube, außer Grifter nicht. Aber Overheal Priest ist auch ein Deck, das hat vorher schon niemand gespielt. Das spielt jetzt niemand. Es gibt zwei, drei Leute, die haben da Bock drauf. Die spielen dieses Deck. Es ist nicht leicht zu spielen. Es ist nicht unbedingt das beste Deck. Da muss man sich schon sehr reinfuchsen. Von dem her auf gar keinen Fall ein Deck für die breite Masse. Und wie gesagt, neue Karten sind auch nicht drin. Also, im Endeffekt ist der Priester noch nicht so richtig angekommen. Der Priester ist noch in der Erfindungsphase. Und ich würde sagen, das Simpelste, was man so spielen kann, was man sich versuchen kann zu bauen, was man natürlich immer geht, ist Rhino Priest. Gerade weil Priester auch ganz gut ist gegen Ziliex. Also, ne, du hast Rhino gegen Ziliex, du hast Amantul gegen Ziliex, du hast Amantul zweimal, dreimal durch Sesquark, durch Elise, durch Creation Protocol. Also an und für sich gegen langsamere Decks wie Krieger oder vielleicht langsameren Druide, die es kaum noch gibt, weil die meisten Druiden jetzt OTK sind oder Combo zumindest. Ja, also wie gesagt, Rhino Priest zumindest gegen langsame Decks ziemlich gut. Wenn es schneller wird, dann kann es kritisch werden. Aber ja, Priester ist tatsächlich eher schwierig. Die meisten Decks sind eher noch Altlasten, die man so mitschleppt. Und so richtig was Cooles im Neuen hat es noch nicht so richtig gereicht, aber spielbar ist es schon noch. Aber man muss schon eher sich darauf einstellen, dass es nicht ganz so leicht wird. Dann kommen wir zum Schurken. Schurke zum Beispiel hier unten ist, denke ich, also der Schurke hat nicht 1000 Decks, aber die Decks, die es gibt, sind schon ganz gut. Und einige Leute sind damit auch sehr erfolgreich. Von dem her, den hier unten zu sehen, ist jetzt dann schon auch eher strange. Aber wir haben tatsächlich jetzt auch nicht 1000 Decks. Es gibt den Buddelschurken, also weiterhin Buddelschurke. Der hat aber tatsächlich auch ein paar neue Karten, die gespielt werden und teilweise sehr coole Karten. Zum einen der One-Drop vom Warlock, dann natürlich Maestra, die die Warlock-Karten macht, also die die Heldenkarte discovert. Tatsächlich ist Maestra, glaube ich, eher eine der schlechtesten Karten in dem Deck. Ob man die also wirklich spielen müsste, sei dahingestellt, nur für diesen einen One-Drop vom Warlock. Aber natürlich ist Maestra eine witzige und coole Karte. Und Eudora ist hier in diesem Deck auch drin, also nicht so viele neue Karten, aber die Karten, die drin sind, sind schon eigentlich ziemlich cool. Ansonsten ist es halt der klassische Buddelschurke, wie man ihn halt kennt. Und wir haben den Elementarschurken, der quasi den Lamplighter ausnutzt, wie es halt auch der Schamane auch macht und auch der Magier. Wir kommen da ja später zu. Der Magier und der Schamane machen es halt nur klassisch. Elementar, 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 gehen übers Board und spielen dann halt am Ende vielleicht ein, zweimal Lamplighter. Der Schurke spielt halt Elementar, Elementar, Elementar und will dann Lamplighter, Shadowstep, Lamplighter, Shadowstep, Lamplighter, Breakdance, Lamplighter.
Der will es mehr so ein bisschen kombomäßig am Ende machen. Das ist der große Unterschied. Und tatsächlich ist das Schurkendeck eher das Schlechteste. Also man meint es vielleicht anders, weil man es vielleicht häufiger sieht oder weil es einem mehr nervt. Aber tatsächlich, Elementarschamanen oder Elementarmagier sind eher einen Tacken besser. Was Statistik gerade so betrifft. Jedenfalls, das war mein letzter Stand. Wer weiß, was sich so tut innerhalb von 40 Stunden. Als der Schurke. Von dem der Schurke eher tatsächlich das Schlusslicht, aber ist halt spielbar. Insofern, das beste Deck, würde ich tatsächlich sagen, ist weiterhin der Buddelschurke mit ein paar Neuheiten, die man so spielen kann. Eigentlich ganz coole Karten sogar. Also spaßiges Deck ist Buddelschurke immer. Ich persönlich kann es nicht. Ich persönlich verliere mich immer. Ich buddel dann ein bisschen und ich mache RNG und am Ende gewinne ich aber nicht. Also es ist witzig, aber am Ende gewinne ich halt nie Games. Deswegen spiele ich meistens relativ wenig Buddelschurke, weil man will ja hin und wieder auch mal gewinnen und ich tue es mit dem Deck einfach nicht. Aber eigentlich ist es schon ganz cool. Der Hunter, das ist für mich eine der Klassen, die mit Priester so ein bisschen am meisten struggelt. Speziell auch neue Dinge spielen. Also wir haben hier jetzt, ich habe jetzt hier zwei Listen gefunden und tatsächlich, es gibt auch kaum Listen. Also du musst, also das sind gefühlt auch die einzigen beiden Listen, die es überhaupt gibt auf Top-Decks oder, also die meisten Decks kommen übrigens von Hearthstone-Decks.net, ne? Also diese Listen sind immer von Hearthstone-Decks.net und diese weißen, das ist Hearthstone-Top-Decks, das sind auch die Seiten, wo ich am häufigsten gucke. Aber da findet man auch so gut wie kein Hunter-Deck. Also es ist wirklich schwierig. Hunter ist gerade schon eher, also ne, statistisch gesehen hier eher recht schlecht. Es gibt nicht so richtig was Neues. Auch das, was wir jetzt hier sehen, ja, das sind halt so Aggro-Decks. Also das hier haben wir vorher halt auch schon genau so gesehen. Du spielst halt Ball of Spiders, du spielst Rampage. Also du gehst in die Breite, versuchst die dann mit Zettel abzubuffen. Hast dann halt ein paar Face-Karten oder halt ein paar Buff-Karten. Und jetzt hast du halt so, ne, du hast jetzt den Sesquok mehr drin. Du hast Griff da drin, du hast Catch. Du hast schon ein paar neue Karten. Es sind schon neue Karten drin. Aber im Endeffekt ist es so das gleiche wie vorher mit zwei, drei Additionen. Und hier haben wir so ein bisschen mehr Combo. Also hier haben wir diesen Concierge mit drin, der die Ein-Mana-Karten dann auf, ne, also der Ein-Mana cheatet für die Kriegerkarten. Und dann hast du halt hier das All-You-Can-Eat-Card-Draw. Du hast den Buff, also das ist ein Ein-Mana-Buff, für den man das hauptsächlich spielt, denke ich. Oder den Drinks-Server, der die drei, also sollst, du machst mit Concierge quasi diese Drinks billiger, die du dann halt ganz einfach am Stück hintereinander wegspielen kannst. Es ist nicht so ganz so geil. Virino Hunter hat sich noch gar nicht durchgesetzt so richtig. Irgendein Big Hunter hat sich gar nicht durchgesetzt. Und speziell ein Hunter mit Kriegerkarten. Also ein Hunter, der wirklich viele Kriegerkarten spielt, das gibt's auch noch gar nicht. Hab ich auch befürchtet. Also ich hatte, ne, ich sage ja natürlich niemals, dass ich richtig liege mit meinen Einschätzungen. Aber ich habe eingeschätzt, dass die Kriegerkarten nicht so geil sind für Krieger und speziell nicht für einen Hunter. Und leider ist es bisher auch so gekommen, dass der Hunter nicht wirklich groß die Kriegerkarten spielen kann. Deswegen muss man mit seinen eigenen Karten klarkommen, die auch nicht so geil sind. Deswegen geht da gerade nicht so viel. Todesritter. Ja, Todesritter, habe ich ja immer gesagt, der Inbegriff von Fairness. Ich meine, der Todesritter hat natürlich auch immer unfaire Karten. Aber trotzdem muss man dabei bleiben. Es ist jetzt immer noch so, der Todesritter spielt nicht 100 Mal Siliex. Der Todesritter OTK't dich nicht aus dem Leben. Der Todesritter burstet dich nicht für 50 Schaden weg. Am Ende ist es immer noch so, der Todesritter irgendwie eine der fairsten Klassen. Wir haben Regenbogen-Todesritter in 150 Variationen. Also das ist da, also es gibt keine Blut, es gibt keine Unheilig, es gibt keine Frost. Ne, Dreier-Runenkarten sowieso nicht. Wenn überhaupt, würde es 2-1 geben. Ja, es hat mal einer, hat jetzt mal zwei Frost irgendwie gespielt. Das ist mal eine Person, die war okay auch. Aber im Endeffekt läuft es zu 98% auf Regenbogen-Todesritter hinaus. Und ich habe euch jetzt hier mal zwei Decks gezeigt und ihr seht, völlig unterschiedlich. Also hier ist Corpse-Sprite drin, hier ist Stitch-Giant drin, hier ist Corpse-Farm drin. Also das ist ein Leichendeck, also welches Leichen verbrauchen möchte und dann halt auch klimatische Explosionen spielt. Das Deck hier hat keine einzige davon. Das Deck hier hat dafür Maren drin, das Deck hier hat dafür Yogg-Saron drin, das Deck hat dafür den Horseman drin. Also hier sind mehr so diese ganz normalen Value-Karten. Hier hast du die Verbrauchen. Also beides Regenbogen-DK, beides völlig unterschiedlich. Und genauso ist es jedes Mal. Du guckst dir 10 Regenbogen-Decks an und jedes Mal sind 2, 3, 4 Karten anders. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Andererseits, es ist halt auch wirklich jedes Mal Regenbogen. Alles andere existiert quasi nicht mehr. Und ja, du gewinnst entweder halt, du hast Elisa, die nett bufft und dann kannst du ein bisschen Schaden machen. Du hast Corpse Cycle, womit du so ein bisschen immer ins Gesicht patschen kannst. Dann haust du natürlich mit Waffen zu. Du hast Horizons Edge, damit machst du Schaden. Oder du hast halt hier jetzt den 10-Mana-Spell. Und man muss eine Sache fairerweise sagen, es gibt halt eine Karte im Todesritter, die das ganze Deck immer so ein bisschen auf den Schultern trägt. Und das ist halt Reska. Also Reska ist, wenn man so will, schon die unfaire Karte, denn für 0 Mana einen Diener traden, dann noch irgendwas klauen, eventuell einen Titanen oder was weiß ich was, ist halt schon super overpowered und dann halt Reska von mir aus noch ein, zweimal discovern mit zum Beispiel
Froststrike oder mit dem Horseman, ja, dann wird es halt richtig crazy. Also, Jareska ist, sag ich mal, die overpowerte Karte, aber wenn wir im Hearthstone-Bereich sind und von overpowered reden, finde ich, ist Reska noch eine overpowerte Sache, die sich noch im Rahmen hält. Also ja, Regenbogen-Todesser, es bleibt weiterhin dabei, eine vernünftige Option, immer noch eine dieser fairen Optionen, aber weil alle Karten halt irgendwie einigermaßen stark sind, also die ganzen fairen Karten sind alle eher im oberen Bereich der Fairness und dann hast du halt noch ein paar starke Karten, natürlich wie den Primus oder Reska, die man dann in jedem Deck hat und deswegen klappt das irgendwie. Und dann noch so ein bisschen Late Game mit Helias, ein bisschen Late Game Win Condition, alles ist irgendwie dabei, du hast relativ viel Lifesteal, es geht einfach. Also ja, Regenbogen-Todesritter in 150 Varianten, absolut spielbar. Magier. Magier hat auch einige Optionen, von denen, ja, wir haben der Elementarmagier. Elementarmagier ist wirklich, also das wäre jetzt meine Empfehlung für Anfänger. Elementarmagier und gleich der Schamane. Also zum Schamanen kommen wir gleich. Aber wenn ihr Anfänger seid oder ihr seid Wiedereinsteiger und wollt ein Deck spielen, zum einen sind Elementardecks super. Das hier, 1320, kann das stimmen? Also ja, zum einen sind Elementardecks meistens ziemlich günstig und sie sind halt wirklich super simpel. Ihr spielt Turn 1 ein Elementar, Turn 2 ein Elementar, Turn 3 ein Elementar. Ihr versucht immer ein Elementar zu spielen, ihr versucht immer einen einigermaßen guten Tempo-Turn zu machen und dann halt den Overflow-Surger vernünftig zu nutzen und natürlich hinterher mit dem Lamplighter. Der Lamplighter ist natürlich die wichtigste, neueste Karte, mit dem halt dann hinterher am besten zu finishen. Natürlich könnt ihr den Lamplighter auch für den Removal nutzen, wenn es sein muss. Aber natürlich möchte man theoretisch finishen. Und der Magier hat halt auch noch, ne, mit dem Trickster kann man ein bisschen Damage bursten, mit dem Remnant kann man ein bisschen Damage bursten. Also du machst immer so ein bisschen Chip-Damage und hinten raus kommt dann Lamplighter, bam, killt eventuell. Aber super simples Deck. Macht trotzdem Spaß, finde ich. Also vielleicht nicht jetzt auf Dauer, also jetzt 3 Wochen lang Elementarmagier spielen. Das könnte ein bisschen langweilig sein, aber zumindest, wenn man eh nicht so viel spielt, Anfänger ist, Elementarmagier, Elementarschamane, auf jeden Fall die Decks eurer Wahl, denke ich, finde ich. Spellmage ist genau wie früher, du spielst ja keinen einzigen Diener, haben sich ein paar neue Karten reingemischt, zum einen die Einmana Spell Damage und man hat ja Diener, also man macht ja zwischendurch mal Diener, insofern kann man dann Spell Damage verteilen oder man kann auch einfrieren, natürlich kann man die Karte auch als Einfrierkarte benutzen. Du hast den Einmana Spell im Deck natürlich, der piu, 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 piu macht. Und du hast Tide Pools, also Tide Pools natürlich großartiger Discover, ja dreimal Discovern innerhalb von ein, zwei Turns oder so, also auch großartiger. Also ein paar neue Karten sind drin, aber im Endeffekt das Grundgerüst vom Spellmage natürlich dasselbe. Und dann hast du hier noch so ein Concierge Mage, ich nenne ihn mal den Arena Mage, das ist so ein Deck, da ist alles drin und nicht, also du hast den Sea Shanty drin, der ganz stark ist, du hast den Mental Shaper, den du günstig spielen möchtest, du hast Raelia, mit denen du ein nettes Play machen kannst, du hast natürlich auch mit dem Concierge und dem Seabreeze Challenge hast du dieses OTK oder Burst-Potenzial. Das ist so ein Ich kann alles und nichts richtig Deck. Sieht ein bisschen nach Arena aus und das wäre so ein Deck, was ich niemals erfolgreich spielen würde. Aber wenn man sich da reinfuchst und sich komplett konzentriert spielt, geht halt auch sowas. Für mich wäre es halt gar nichts. Ja, kommen wir zum Krieger. Mit Sicherheit für einige von euch die Arch-Nemesis dieser Erweiterung, Ziliex into Ziliex into Ziliex into 5 Ziliex into 8 Ziliex into 236 Ziliex. Wir haben es alle gesehen, wir kennen es alle und blockt natürlich auch einige Decks komplett aus der Meta. Ich habe gestern Paladin gespielt, der scheinbar ziemlich stark sein soll und jedes Mal, wenn ich den Krieger gespielt habe, sobald der erste Ziliex kommt, war dieses Game vorbei. Denn der erste war zwar noch okay, aber wenn dann kommt halt irgendwann jetzt dritte, vierte, fünfte, Turn 7, Turn 8 und dann war es das halt. Aber ja, wir haben einmal den Tauntvori. Der Tauntvori ist halt wirklich darauf ausgelegt, ich spiele Ziliex am besten mit Chemical Spill Turn 4, Turn 5 und dann resurrecte ich ihn mit Hydration Station dreimal und ich spiele ihn mit Dr. Boom nochmal zweimal. Also ich habe Dr. Boom drin, ich habe Hydration Station drin, ich habe natürlich Ziliex und ja, Ham ist auch noch drin. Also Ham muss ich ja spielen für die Druidenkarten. Natürlich hat man den Druiden-Ramp, also du hast den New Heights, um zu rampen, du hast Trail Mix, kurzfristig hochzugehen, du hast Sleep Under the Stars, die super flexible, overpowerte Karte überhaupt. Also ja. Aber im Endeffekt geht es um Ziliex, Ziliex, Ziliex. Anders ist es der Rhinovori. Ich habe euch extra mal. Natürlich gibt es auch Rhinovori, der mehr auf Ziliex setzt. Also es gibt Rhinovori mit Hydration Station. Es gibt Rhinovori, der Chemical Spill spielt. Und das ist auch völlig erfolgreich und auch gut, vielleicht sogar besser. Also ja, ihr könnt auch einen Rhinovori spielen, der mehr auf Ziliex setzt. Ich habe euch hier mal einen gezeigt, der so ein bisschen mehr Allrounder ist. Ja, Ziliex ist natürlich drin, aber ihr seht, nicht mal Hydration Station ist drin. Also so viele Ziliex gibt es nicht. Ihr habt also den ganz normalen, ne, ihr habt die netten Druidenkarten, New Heights, ihr habt Sleep Under the Stars,
Aber man hat auch Insidious, also Gorgonzomo als nette neue Karte, Insidious als nette neue Karte. Beide haben auch Kampfschreie, würden damit funktionieren. Also ja, das ist so ein relativ cooles Rhino-Worry-Deck, was jetzt auch nicht komplett nur auf Ziliex setzt. Aber ihr könnt natürlich auch noch mehr auf Ziliex gehen. Auch das funktioniert. Also ja, entweder der Torn-Worry-Weg oder ganz normaler Rhino-Worry. Und wahrscheinlich auch nicht unspielbar, beziehungsweise auf jeden Fall auch schon mal gesehen, Odin. Ne? Sollte also Odin-Worry mit ein paar neuen Karten geht auch. Guckt auf Topdecks nochmal oder Decks.net, da findet ihr, glaube ich, eine Liste. Aber ja, Odin-Worry sollte man vielleicht auch nochmal einwerfen. Auch das ist nicht unmöglich oder beziehungsweise natürlich spielbar. Keine Frage. Aber im Endeffekt, Rhino-Worry, Odin-Worry sind ja quasi die gleichen Decks wie vorher. Das einzige Deck, was wirklich ganz neu ist, ist quasi das Ziliex-Deck, nenne ich es mal. Das ist neu auferstanden, weil es logischerweise jetzt ja die Hydration Station gibt. Und damit sind wir beim Druiden. Der Druide ist wesentlich langsamer, schneller geworden. Also die ersten Druiden-Decks in den ersten Tagen waren schon auch nochmal ein Rhino-Druide oder war halt so ein Drachen-Druide. Das gibt's auch noch, aber die meisten Druiden jetzt sind eher sowas hier. Also der erste hier nämlich Combo. Also jetzt ist es doch dann eher auf die Combo hinausgelaufen, weil das jetzt doch sehr stark ist. Man hat festgestellt, es macht schon Sinn, ein relativ großes Drachenpaket zu spielen. Und in dem Drachenpaket, da spielt man dann Concierge mit Seabreeze Challenge. Also ich spiele Spell Damage, ich spiele also 2-3 Spell Damage. Dann spiele ich den 3-Mana-neutralen Concierge. Jede meiner Magierkarten kostet 0 Mana, weil die ja nur 1 Mana kosten. Ich kann also Spell Damage spielen, dann kann ich, und dann kann ich schießen, 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 schießen. Und dann habe ich halt mal OTK. Also das ist das. Ja, ihr seid erstmal ein relativ normales Drachendeck. Ihr spielt Turn 2, Turn 3, Turn 4, Turn 5 eure Drachen, rammt hoch und ab Turn 7, Turn 8, Turn 9, dann versucht ihr da eure Combo zu ziehen und den Gegner halt dann damit zu töten. Oder halt natürlich die Remdruide, das ist dann ohne Combo. Hier haben wir dann ganz normal Yogg-Saron drin, Eona drin, Marin drin, den Doomkin, der das Mana klaut. Natürlich den Trock, also Trock-Gem-Tosser, der natürlich dann theoretisch auch hinterher 14, 15 Schaden machen könnte. Also ja, mit Swipes und so, also dieses normale Midrange-Deck, ihr spielt eure Drachen, hinten raus dann relativ schnell eure Late-Game-Karten, während euer Gegner noch bei 4, 5 Mana rumscheppert. Auch das gibt es natürlich immer noch und auch mit einigen neuen Karten. Keine Frage. Ja, Schamane für mich eine der flexibelsten Klassen, da ist wirklich unfassbar viel mit möglich, sowohl die Schamanenkarten als aber halt auch die Demon-Hunter-Karten, die der Schamane spielen kann. Also, wir haben den, wir fangen mal mit der, mit dem schwarzen Schaf fangen wir mal an, nämlich der Naturschamane. Ich meine, der Naturschamane, eines der overpoweredsten Decks der letzten Erweiterung, was kaum jemand gespielt hat, weil es unendlich langweilig ist und auch vielleicht gar nicht so leicht, aber das gibt's immer noch. Und ihr seht, Leute, ich glaube, es ist sogar eine neue Karte. Warte, ich schau mal gerade. Da. Da ist er. Tidepool Pupil. Da ist er. Es ist sogar eine neue Karte drin. Ansonsten das gleiche langweilige Combo-Deck. Ja, könnt ihr spielen. Könnt es auch lassen. Aber wir haben einen Piratenschamane. Also Piratenschamane mit den Demon-Hunter-Karten, mit dem Siegel, mit dem Schauplatz vom Demon-Hunter und so weiter und so fort. Das gibt es natürlich, also Aggro ins Gesicht. Dann haben wir den Eruptionsschamanen. Den habe ich gestern auch mal gespielt. Gibt es auch ein Video, glaube ich, hier auf. Oder kommt noch? Ich glaube, es kommt noch ein Gameplay-Video die nächsten Tage, wo ich die Combo mal zeige. Also ihr spielt quasi Shudderblock, spielt dann Insidious, mischt euch 15 Dinger ins Deck und dann spielt ihr den zweiten Shudderblock, also den Einmaner-Shudderblock, zusammen mit dem Gaslight Gatekeeper. Ihr zieht Karten, packt sie weg, zieht Karten, packt sie weg, zieht Karten, packt sie weg. Also ihr zieht irgendwie 20, 30 Karten und zieht also fast alle eure Eruptionen. Das müsst ihr machen, vorher noch Spell Damage spielen, also vorher spielt ihr noch ein oder zwei Spell Damage Karten und dann macht ihr halt jedes Mal 3 Schaden, 3 Schaden, 4 Schaden, 3 Schaden, 4 Schaden. Und ja, das mal 15, rechnet 15 mal 3 sind 45, 15 mal 4 sind 60 Schaden, habt ihr euer OTK. Nebenbei ist es ein Control-Deck, also es hat halt auch, ne, ihr habt relativ viel Card Draw, ihr habt relativ viel AOE, ihr habt ein bisschen Heal. Also ihr seid ein ganz normales Control-Deck, bis ihr halt dann eure Shudderblock Insidious-Kombo durchzieht. Und dann zieht ihr halt mit Spell-Damage-Karten. Das ist quasi der Control-OTK-Schamane. Und dann gibt es nochmal die Empfehlung für Anfänger, den Elementarschamanen. Genau wie im Magier, ihr spielt Turn 1 ein Elementar, ihr spielt Turn 2 ein Elementar, ihr spielt Turn 3 ein Elementar, ihr spielt Turn 4 ein Elementar und so weiter und so fort. Ich würde sagen, der Schamane setzt noch mehr aufs Board. Also der Schamane hat weniger dieser Burst-Karten. Der Magier hat ja auch den 4-Mana, der 2-2-2 macht. Der Magier hat den 5-Mana, der 7 Schaden macht. Also der Magier, der Schamane hat eigentlich nur den Lampleiter als richtigen Burst, aber dafür habt ihr halt mit dem, der Minecart Cruiser ist ein richtig gutes
Boardkarte für Turn 3. Ihr habt die lebende Prärie, das ist eine richtig gute Boardkarte für Turn 5. Also der Schamane hat, finde ich, die besseren Boardkarten. Der Magier macht dafür natürlich ein bisschen mehr Damage immer wieder zwischendurch. Was man natürlich sagen muss, ist, der Schamane hat halt Scar. Also der Schamane hat halt als Bonus noch Scar, den fetten 7-Mana-Elementar, der dann einfach mal BÄM 10 Damage auf alle Diener und in das Face des Gegners macht. Quasi Mordresh. Also ja, der Schamane hat quasi einen 7-Mana-Mordresh. Das ist natürlich noch ein riesiger Vorteil. Also mir persönlich macht Schamane ein bisschen mehr Spaß, aber sowohl Schamane als auch Magier-Elementar, beide super Decks, beide relativ günstig, wobei der Magier wesentlich günstiger war. Hier sind mehr Legendaries drin. Wobei Insidious, also Insidious müsst ihr nicht spielen. Also Insidious würde ich sagen, ist relativ unwichtig. Kalimos weiß ich gerade nicht, halte ich auch für nicht so wichtig, aber Insidious auf jeden Fall nicht. Von dem her kann man das Deck auch noch billiger machen, wenn man denn möchte. Aber ja, Elementarschamane, Magier, spielt es, wenn ihr leichte Decks, Anfängerdecks, simple Decks für einen leichten, ne, ihr habt schon 5 Bier-Intus, wollt was Leichtes spielen, dann Elementarmagier, Elementarschamane. Demon Hunter, sehr weit oben, wundert mich ein bisschen. Also natürlich ist der Demon Hunter nicht schlecht, das war mir schon klar, aber dass der so weit oben ist, auf allen Rängen, also Gold, Platin, Diamant, keine Ahnung, wundert mich trotzdem ein bisschen. Ja, wir haben einmal den Piraten-Demon Hunter, das ist quasi das, wie der Schamane. Also der Schamane spielt ja die Piratenkarten vom Demon Hunter und der Demon Hunter spielt seine eigenen Piratenkarten und dann halt mit ein paar anderen Demon Hunter-Karten dazu, wie zum Beispiel Kane Sunfury. Diese Liste fand ich ganz witzig, weil diese Liste noch Arana spielt, also den Touristen mit den Priesterkarten. Das heißt, man spielt noch den Ein-Mana-Priester-Diener, der sich selber Schaden macht. Man spielt den Ein-Mana-Spell, den 4-Damage-Spell. Der ist, glaube ich, sehr nice, weil das sind halt 4-Damage-Bursts, die mal eben kommen können. Dann eventuell mit Arana. Ja, gibt's aber auch ohne. Also dieses Piratenpaket mit dem Distributor, dem Fiend und diesen ganzen, natürlich diesen ganzen Token-Karten, das ist immer gleich. Aber das hier ist eine Liste, die setzt jetzt mal auf Arana. Das fand ich ganz witzig. Gibt's aber auch, wie gesagt, anders. Ohne Arana und ohne die Priesterkarten. Dann ist es halt ein noch standardisierteres Agro-Deck, genau. Und wir haben den Naga-Demon Hunter, ne? Naga-Spell, Naga-Spell, Naga-Spell. Muss ich euch nicht erklären. Was ist das die große Neuheit? Die große Neuheit ist der Tidepool Pupil, der zum einen, denke ich mal, ein Naga ist. Und dann noch wieder ein Spell. Also er ist eine Ein-Mana-Naga, die dir auch noch einen Spell gibt, der vielleicht 0 Mana kostet oder so. Das ist natürlich dann super Futter für den Sharpshooter. Genau. Von dem her. Sehr, aber trotzdem sehr klassisch. Wir haben den aggressiven Demon Hunter übers Board mit dem ganzen Charge-Karten und wir haben den Combo Demon Hunter mit Nagaspell, Nagaspell. Also, ganz, also wir haben weder einen Big Demon Hunter, noch haben wir einen Rhino Demon Hunter, der gut ist. Nein, das sind die klassischen Demon Hunter Decks, wie man die Klasse halt so kennt. Kommen wir zum vorletzten Platz, dem Hexenmeister. Und mein Gott, wo sind die ganzen Decks? Aber wer braucht schon viele Decks, wenn man ein Deck hat? Nämlich den Pain Warlock. Und das ist meine, wer wundert ist, der Pain Warlock war 2-3 Monate lang ein super Deck während Whizbang. Und dann bekommt der Warlock einfach mal 5 Pain Support-Karten mit dem Party Fiend, mit dem Souvenir, mit dem Flame Juggler. Ja, mit dem Legendary Vona. Wobei ganz ehrlich, das Legendary Vona ist, glaube ich, absolut nicht wichtig. Also mich würde es wundern, wenn das wirklich eine wichtige Karte wäre. Vielleicht in irgendwelchen Matchups, vielleicht gegen Krieger mal ganz nett. Aber im Normalfall macht ihr Turn 3, Turn 4 irgendein mega fettes Board, gewinnt dann oder verliert vielleicht, weil ihr zu risikohaft gespielt habt oder weil euer Gegner halt Burst hat. Oder. Aber ja, das ist das Board-Voll-Hau-Deck schlechthin und das oft auch schon Turn 3 bis Turn 5 irgendwo. Und ja, dann sind noch ein paar neue Karten drin und wie gesagt, Wona als coole Karte, ob man die wirklich braucht oder ob die mehr so für einen Joke ist, das sei dahingestellt. Rhino Warlock spielt kein Mensch, Control Warlock spielt kein Mensch. Ich glaube, es gibt Fatigue Warlock, es gibt, glaube ich, ein paar Leute, die mit Fatigue noch, Fatigue gibt es eventuell noch, aber was ich eigentlich sagen wollte, war Sludge. Ich habe ein paar Leute gesehen, die Sludge Warlock mal wieder ausgepackt haben. Also ja, es sind die klassischen Sachen: Sludge Warlock, Fatigue Warlock, Pain Warlock, von denen stand jetzt der Pain Warlock das beste und meistgespielteste Deck ist. Langsamere, also wer auf Control Deck steht, auf Control Warlocks, der guckt leider gerade in die Wäsche. Ob es ein gutes Deck geben würde, weiß ich nicht. Aber es hat auf jeden Fall noch keiner gebaut oder gefunden, so richtig. Und damit kommen wir zur letzten Klasse, also rein theoretisch die beste Klasse, was Winrate angeht, von Bronze bis Legend. Finde ich ein bisschen komisch, wie gesagt, deswegen sage ich, ne, habe ich ja jetzt oft genug gesagt, ich glaube nicht, dass Paladin so gut ist. Ich persönlich halte Paladin sogar manchmal für echt grausam, weil er halt gegen Ziliex hast du unendliche Probleme. Aber was haben wir da? Wir haben den ganz normalen Handbuff-Paladin, der eigentlich nicht wirklich was Neues spielt. Die einzig richtig gute neue Karte
ist die Sandburg. Also die Sandburg, die ist halt nice. Du machst einen Trade, wirst zur Sandburg, buffst dann was und der gebufft wird, geht vielleicht ins Face oder du buffst einen Charger, du spielst einen Charger, buffst ihn mit der Sandburg, gehst dann noch ins Face, also machst wesentlich mehr Schaden. Also die Sandburg ist sehr nette Karte einfach, die sowohl das Board clearen kann ganz gut, als auch halt Lezel-Potenzial ordentlich in sich drin hat. Ansonsten sind die Tech-Karten drin, also du hast Razor Scale drin, du hast den Custom Enforcer drin, das sind so Tech-Karten, die die Karten des Gegners billiger machen. Also ich glaube, gerade gegen die Combo-Decks wie Druide oder Magier, das ist halt ein High-Legend-Deck, Top 100. Da kann es sein, dass du halt, also das sind keine Karten, die gegen Krieger wirklich helfen oder so. Das sind Karten, die, denke ich, eher gegen Combo-Mage, Druide und so weiter ankommen. Und da sind, dafür ist das vielleicht gedacht, von dem her, ob diese Tech-Karten, die hier drin sind, wirklich Sinn machen. Aber ein ganz normaler Handbuff-Paladin funktioniert halt immer noch. Es war ein gutes Deck, es ist ein gutes Deck. Aber es hat speziell Probleme, denke ich, gegen Ziliex. Dann haben wir den Lunessa-Paladin. Das ist vielleicht eine der größten Besonderheiten der Erweiterung. Lunessa war ja so ein Deck, das ganz viele beim TOE-Craft gespielt haben. Und an dem Tag und die Tage danach war Lunessa so eine der Karten, wo das könnte das krasseste überhaupt werden. Man muss aber bisher fairerweise sagen, Lunessa absolut unter ihren Möglichkeiten. Es funktioniert, es ist okay, aber so richtig gut ist es nicht. Also, so ein Holy-Paladin-Combo-Lunessa-Deck kann man spielen, funktioniert einigermaßen. Beste vom Besten ist es aber nicht. Und dann haben wir hier noch ganz, ganz klassisch ein Token-Paladin-Deck. Ich meine, sie haben den einen Mana-Spell reingepackt, sie haben Gorgonzomu reingepackt, der halt ein nettes Board macht, direkt einen Turn später. Und du hast den Flickering Lightbot drin, der ist ja gar nicht neu, der kommt aus dem Miniset, der wurde halt aber auch nicht gespielt. Also hier sind wirklich nur zwei, drei neue Karten drin, ansonsten ist es das ganz normale Agro-Paladin-Deck. Also wir haben den ganz normalen Handbuff-Paladin, im Endeffekt mit der Burg. Wir haben den ganz normalen Flood-Paladin, im Endeffekt mit Gorgonzomu. Und wir haben den Lunessa-Paladin, da sind hunderte neue Karten drin, aber der klappt auch eventuell am schlechtesten. Von dem her, ich finde, also man könnte natürlich meinen, jetzt nach dieser Liste hier, Paladin ist die beste Klasse ever und überhaupt. Ich persönlich finde, der Paladin kann zum einen kaum neue Karten spielen und zum anderen, so gut wie er hier jetzt dasteht, ist er auf gar keinen Fall, meiner Meinung nach. Und auf jeden Fall sehr langweilige Listen, teilweise, weil halt fast nichts Neues drin ist. Das wäre so meine Meinung. Ja, damit würde ich sagen, habe ich euch viele, viele Decks gezeigt, die man so spielen kann. Vielleicht ein kleines Abschlussfazit von mir, wie ich denn bisher zur Meta eingestellt bin. Also mir macht es grundsätzlich Spaß, bisher zu spielen. Ich hatte eigentlich ganz nette Streams. So im Großen und Ganzen, ich rege mich jetzt nicht darüber auf, dass es viel Aggro ist oder Combo ist bisher. Ich lebe damit, dass es keine super schnellen Nerfs gibt. Ich finde es richtig, dass es keine super schnellen Nerfs gibt. Das alles ist tutti. Aber ich bin auch ehrlich, das ist niemals eine Meta, die mir jetzt über Monate Spaß machen wird. Also, natürlich kann ich jetzt Elementarschamane spielen, ich kann Elementarmagier spielen, damit habe ich auch mal ein paar Tage Spaß. Aber ich brauche irgendwann meinen Rhino-Mage, meinen Control-Worry, meinen Control-Warlock. Also irgend so ein richtig geiles Deck, was ich auch mal so zwei Wochen durchballern kann. Mit coolen Games, mit coolen Entscheidungen, mit coolem ING, mit geilen 9-Mana, mit geilen 10-Mana-Karten. Und das, was ich irgendwann mal brauchen werde, weil sich das andere ausgelutscht hat für mich, das ist gerade echt schwierig zu spielen. Eventuell kann man einen Rhino-Priest spielen, der einigermaßen funktioniert. Aber ansonsten ist die Meta so schnell und so hau drauf und so agrolastig und dann teilweise ein paar Kombos. Und dann gibt es halt noch diese Ziliex-Geschichte. Okay, das ist was extra. Ja, du kannst Control-Worry mit Ziliex spielen, das ist aber auch super lame. Also ja, ich bin zufrieden soweit. Es macht auch Spaß, es gibt ganz viele Decks. Aber auf längere Sicht gesehen würde das eine Meta sein, die mich dann, glaube ich, nicht zufriedenstellt, weil das dann schon so gar nicht das ist, was ich brauche. Von dem her hoffe ich, dass, wenn dann Balance-Patches kommen, die sinnvoll eingesetzt werden und dazu beitragen, dass die Meta ein Tacken zurückfährt und sich so ein bisschen ein paar Rhino-Decks vielleicht mal hier und da mal besser einfügen können. Sie müssen ja nicht die besten Decks der Welt sein, natürlich nicht, waren sie eigentlich auch nie, aber dass man das ein bisschen besser spielen kann. Das wäre so mein Wunsch oder meine Hoffnung. Ansonsten bin ich jetzt erstmal zufrieden. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ihr habt ein Deck gefunden, welches ihr spielen könnt. Und dann sehen wir uns hier jetzt die ganze Woche. Ich bin die Woche soweit nicht da. Ich habe ein paar Gameplay-Videos vorbereitet, da gerne reinschauen. Werdet ihr einige dieser Decks sehen, die ich heute besprochen habe. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu dann, Live-Content auf Twitch oder natürlich weiteren Videos hier auf YouTube. Ich danke euch fürs Anschauen, bleibt gesund, bleibt friedlich. Bis bald.